Während meiner kurzen Abwesenheit hat Jakob das Radio verstellt. Klaviermusik perlt nun aus dem Regal über die Furnier der billigen Küchenschränke. Jakob sitzt mit einer großformatigen Zeitung vor seinem Frühstück. Das ist mein Jakob. Klassisch. Ich überlegte, ob Bier und Joghurt eine einigermaßen solide Ernährungsgrundlage bildeten. Anscheinend konnte man davon zumindest einige Jahre ohne schlimmere Mangelerscheinungen leben. Ich brauche einen neuen Haarschnitt, verkündete Tamara noch schmatzend. Jetzt gleich. Das war Tamara, ungeduldig. Ich greife in meine Taschen, Mobiltelefon und Geldbörse stecke ich ein. Gut, sage ich vorsichtig. Bis in einer Stunde, sagt Paul nur und schiebt mich durch die Tür. Das also ist Paul. Für Überraschungen gut. Aber das ist nicht die Geschichte von Paul oder von Tamara oder die von Jakob, sondern meine.